Er ist Musiker aus St. Gallen und erlebt seit der Doppel ganz anders und neu. The Crimer. Also da, wo ich jetzt sitze, wäre ja eigentlich die Hauptbühne. Und wo ich so ein bisschen umgeschaut habe, wenn ich umschaue, es kommt einem mega klein vor, bin mir so ein bisschen auf den Arsch vorgekommen, heute, wo ich hier angekommen bin, weil man denkt so, es ist gigantisch, es ist riesig mit diesen tausenden Leuten. Und dann bist du hier mit dem schönen einzigen Pavillon, das du hast, und ein paar Leuchtdinge und recht vereinsamt. Hier habe ich, glaube ich, meine Festival-Jungfräulichkeit verloren. Das erste Mal an einem Festival war und seitdem eigentlich immer gegangen. Bis ich dann mal selber gespielt habe, war natürlich noch viel schöner gewesen. Das erste Mal am Open in St. Gallen bin ich ohne Schuhe an einem Konzert. Es war eine Blockparty, im Moshpit reingedived. Und da hat natürlich in blauen, geschwollenen Füßen geendet. Also ich glaube, früher bin ich noch einer von diesen nervigen Besuchern gsi, wo man, weißt, so mit der Gitarre auf dem Gelände war und so Oasis Wonderwall den Leuten vorgespielt hat und gedacht hat, ey, da findet sich alle einen mega coolen Typ. Und Jahre rückblickend merke ich, dass das eigentlich die schlimmsten Festivalbesucher sind. An meinem ersten Auftritt am Open in St. Gallen war ich wirklich super fest nervös. Und man war mir am Ankündigen und ich habe nicht ganz zugelassen. Und dann bin ich schon mal reingerannt, während sie mich noch am Ankündigen war. Das war richtig peinlich und dann wieder so hinterher gesteppt. Und dann bin ich vorgekommen und dann ist ich habe noch mit dem Laptop damals gespielt. Es war ein Laptop dunkel. Ich drücke drauf und es spielt einfach irgendein Lied ab, im zweiten Drittel von meinem Set gekommen wäre. Und ich bin so aus dem Konzept rausgefallen. Aber es hat sich dann irgendwann gefangen. Im zweiten ist zum Glück alles am Schnürli gelaufen. Nur, dass ich mich erinnere, dass ich auch einmal einen richtig schlechten Satz rausgelassen habe, im Sinne von, ich habe so einen Teil bei einem Song, der dann so richtig abgeht. Und dort habe ich beim Open St. Gallen-Gig gesagt, macht euch bereit für den absoluten Wahnsinn. Also das Blödste, allerblödste, was man sagen kann. Und wenn ich es heute höre, denke ich so. Aber ja. Man sagt halt manchmal einfach blödes Zeug, wenn man live spielt. Open Air St. Gallen, genau dieses Wochenende wirst du stattfinden. Ohne dich sind wir Musikerinnen und Musiker nicht viel. Ohne uns bist du nicht viel. Und das kommt wieder gut. Nächstes Jahr zusammen, vereint. Das ganze Konzert von Crimer bei uns jetzt online auf srf3.ch.